die Welt befindet sich im Ausnahmezustand. Viele der demokratischen Staaten, die für stabil gehalten wurden, zerfallen in Chaos und werden von rechten Kräften übernommen, die gewaltsam und mit Unterstützung vieler Großkonzerne die Macht an sich reißen. Anzeichen gab es schon seit Jahren. Gott sei Dank in den Morgen! Verdammt! Scheiße! Die neue Macht in Deutschland begann nun gestern mit der zwanghaften Rekrutierung von Menschen zwischen 16 und 20 Jahren in eine neu geschaffene Armee, der neuen deutschen Volksmiliz, welcher unter anderem für die aktive Grenzsicherung, aber auch für innere Ruhe und Ordnung eingesetzt werden soll.